Ein leerer Hotelflur? Ein Hallenbad mit ein paar Stühlen? Ein Spielplatz ohne Kinder? Wenn diese Bilder bei euch Unbehagen auslösen, seid ihr nicht allein. Sie sind gleichzeitig vertraut und fremd, schweben zwischen zwei Realitäten und werden im Internet wie Pokémon-Karten der Angst unter dem Hashtag Liminal Space gehandelt. Nehmen wir den Eingang dieser Schule. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Und doch stimmt etwas nicht. Der Ort erfüllt seinen Zweck nicht, denn wo sind die Schüler? Ist die Schule schon aus oder hat sie noch nicht angefangen? Sind vielleicht alle geflohen? Muss man sich wegen der Tür Sorgen machen? Und sind wir wirklich allein? Liminal Spaces sind unter anderem deshalb anziehend, weil sie eine Art Unsicherheit auslösen. Ein Gefühl, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Ich weiß nicht, wohin es geht, doch ich habe eine diffuse Angst, gleich etwas zu verlieren. Ferdinanda Florence malte schon lange vor TikTok solche Räume. Seit 2005 sucht die Professorin für Kunstgeschichte in San Francisco nach verlassenen Industriestädten, die sie auf Leinwand abbildet und dabei nur das Wesentliche beibehält: die Leere. Auf psychologischer Ebene muss man alles Überflüssige weglassen, denn es stört nur und ist zu nichts gut. Es ist nichts als Unordnung und Ablenkung. Ohne jede Ablenkung ist man allein mit sich selbst. Dann wird einem bewusst, wo man im Leben und emotional steht. Das macht diese Orte so beängstigend. Liminal kommt vom lateinischen Limen und bedeutet Schwelle. 1909 verwendet der Ethnologe Arnold von Janeb den Begriff erstmals in seiner Studie zu Übergangsriten. Die liminale Phase eines Rituals ist die, in der jemand seinen alten Status verliert und darauf wartet, einen neuen zu erlangen. Liminal ist alles, was sich an der Grenze, im Zwischenstadium befindet. 2019 greift das Forum 4chan den Begriff auf, als ein Nutzer das Foto eines von Neonröhren beleuchteten Raums veröffentlicht, das er als Brücke in eine andere Realität beschreibt. Das Unbehagen, das dieses Bild auslöst, ist ansteckend und es werden hunderte weitere geteilt. Daraus entsteht die Mythologie der Backrooms, der zur Folge diese liminalen Räume gefährliche Parallelwelten sind. Der Begriff Noclip aus dem Bereich der Videospiele bezeichnet eine Anomalie, die es ermöglicht, die Kulisse zu durchbrechen. 2022 dreht der gerade einmal 16-jährige YouTuber Kane Parsons den Film über Backrooms. Hello? Darin reproduziert er die auf 4chan veröffentlichten Liminal Spaces. Das Video hat 50 Millionen Klicks und eine Adaption für Hollywood ist in Arbeit. Es ist der Nervenkitzel. Etwas folgt uns, versucht uns zu erwischen. Diese Angst basiert auf der Vorstellung, dass es die Trauer ist, die uns verfolgt. Es ist die Angst, plötzlich allein und hilflos zu sein. Das sind Dinge, mit denen wir uns auf psychologischer Ebene auseinandersetzen müssen. Das Eintauchen in diese Welten macht uns wieder handlungsfähig, lässt uns die Kontrolle zurückgewinnen. Im Kino findet man Liminal Spaces im Overlook Hotel in Shining, im Roten Zimmer in Twin Peaks oder in der künstlichen Welt der Truman Show. Am meisten sind liminale Räume aber in Videospielen präsent. Die subjektive Perspektive, die architektonische Umgebung, die veränderte Realität. Liminale Räume begeistern die Gaming-Generation. Spiele wie Animoyapolis oder Superliminal erkunden verlassene Räume, in denen sich ein Gefühl des Trostes mit dem der Angst mischt. Wir befinden uns also nicht mehr in einem physischen, sondern in einem metaphysischen Raum. Und das zwingt uns dazu, herauszufinden, inwieweit wir die Realität berühren und sicher sein können, dass unsere Realität die echte ist. The one, the right one.